Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute vergleichen wir wieder zwei Top-Akku-Staubsauger von zwei großen Marken, und zwar den Miletriflex HX1 und den Vorwerk Kobold VB100. Beide Videos wurden hier im Einzelnen schon auf dem Kanal vorgestellt. Wenn euch also alles im Detail interessiert, schaut euch diese Videos an. Link ist in der Videobeschreibung. Hier soll es jetzt einfach mal um die Unterschiede gehen, und dann möchte ich natürlich über die Saugleistung mit euch sprechen und wo sind halt die Unterschiede und was kann welches Gerät besser. Wenn ihr euch generell für Akkustaubsauger interessiert, schaut in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserem Akkusaugerfinder auf dem Blog, und da könnt ihr dann viele verschiedene Geräte, die wir auch fast alle schon getestet haben, miteinander vergleichen, könnt Filter ansetzen und einfach schauen, welches Gerät für euch ganz persönlich am besten zu euch passt. Wie gesagt, hier geht es gleich darum, erstmal die Unterschiede herauszufinden. Dann sprechen wir über die Handhabung im Alltag, die Saugleistung, Filter und so weiter und so fort. Zum Schluss dann ein Fazit, und jetzt legen wir direkt mit den Unterschieden los. So, dann fangen wir mit den Unterschieden an, und auf den ersten Blick sieht man, dass sie etwas gemeinsam haben, und das ist, dass sie die Möglichkeit haben, frei zu stehen. Ich habe den Miletriflex HX1 hier gerade auch in Kürze mit ein paar anderen Akkusaugern verglichen, und da waren es dann halt immer diese normalen Pistolengriff, wo oben halt der Handgriff ist. Hier haben sie die Möglichkeit, beide frei zu stehen. Beim Vorwerk VB100 ist es auch so, dass es den quasi nur in dieser Form gibt. Der Miele hat ja eine Besonderheit, und zwar kann man ihn komplett zerlegen und so umbauen, dass der Motor entweder unten oder oben ist. Das hat dann halt den Vorteil, wenn der Motor unten ist, dass man ihn freistehend haben kann, dass der Schwerpunkt unten ist, lässt sich ein bisschen einfacher führen. Wenn der Motor oben ist, ist er natürlich oben etwas schwerer. Dafür hat man dann unten ein bisschen mehr Spielraum und ist flexibler unterwegs. So viel zum Aufbau des Ganzen. Dann ist der allergrößte Unterschied meiner Meinung nach die Tatsache, dass wo der Staub hingeht, ist einfach komplett unterschiedlich gelöst. Beim Miele ist es so, man hat hier immer diesen kleinen Hebel, den schiebt man zur Seite und hat dann hier den gesamten Staubbehälter in der Hand. Und wenn man das jetzt noch weiter dreht, dann geht das halt hier nach unten auf, und da kann man dann den Staub draus entleeren. Und dann setzt man das halt hier so wieder ran und dreht fest. Das war's. Hier oben befindet sich auch der Filter drin, und bei Vorwerk ist es im Vergleich zu fast allen anderen Akkustaubsaugern so, dass Vorwerk hier auf ein System mit Staubbeuteln setzt. Die werden halt hier unten, haben die Öffnung, hier unten wird das reingesaugt. Die kann man auch hier rausnehmen, hier ist noch so ein kleiner Vorfilter davor. Ja, und die werden gar nicht so schnell voll, wie man denkt, also die kann man eine ganze Weile benutzen, aber man muss sie halt nachkaufen. Der große Vorteil ist hieran, dass man natürlich als zum Beispiel Allergiker mit dem Staub fast gar nicht in Berührung kommt, denn man muss hier nichts mehr auskippen, was irgendwie ein bisschen hochstauben könnte, sondern man nimmt hier irgendwann einfach dieses Teil hier raus, schmeißt das komplett in den Müll und packt dann eine neue rein. Nachteil ist natürlich mit Kosten verbunden. Dann haben sie beide die Möglichkeit, einen Wechselakku dazu zu kaufen. Der sitzt hier bei Miele da unten, und bei Vorwerk sitzt er auch hier oben mit drin, kann man auch so nach unten hier rausziehen. So ist hier generell der Aufbau. Dann hat er hier oben die Taste, Power-Taste und die verschiedenen Stufen durchschalten. Das heißt, auch hier braucht man nicht die ganze Zeit irgendeinen Knopf gedrückt halten, wie zum Beispiel bei den Dyson-Akkusaugern. Auch bei Miele ist das so, dass man hier oben diese Taste hat. Die kann man nach vorne schieben und braucht auch hier nicht die ganze Zeit gedrückt halten. So, das sind so die wichtigsten Dinge. Ein Display gibt es hier bei diesen Geräten nicht. Also ihr könnt halt nicht sehen, wie das mit der Laufzeit ist. So, wenn der Akku hier noch irgendwie, also wie viel ihr noch saugen könnt. Da habt ihr jeweils hier so eine LED mit drei Einzelstrichen. Und hier vorne dieses Symbol hier von Vorwerk. Hier, dieses ist dann auch beleuchtet. Und je weniger das da werden, da sieht man dann halt auch den Akkustand. Zur generellen Laufleistung komme ich aber gleich noch. Von unten sieht das Ganze so aus. Habt ihr hier so eine Bürste dran. Die Bürste selber kann man auch nochmal in zwei Stufen verstellen. Das heißt, wenn ich hier oben auf Power drücke, kann ich danach generell die Saugstärke verstellen. Und wenn ich mit dem Fuß hier drauf tippe, kann ich hier auch nochmal die Geschwindigkeit der Bürste, die hier unten dran ist, einstellen. Dann gibt es hier noch bei dem Vorwerk VB100 einen Wischaufsatz. Den zeige ich euch aber gleich, wenn wir über die Reinigungsleistung sprechen. Das sind erstmal generell die wichtigsten Unterschiede meiner Meinung nach. Und dann kommen wir jetzt zur Reinigungsleistung.
So, dann fangen wir mal mit dem Test an, den ich ja mit den Geräten immer mache, und zwar Hartboden und auch Teppich. Da schmeiße ich immer 100 Gramm von meiner Mischung hin und sage dann, wie lange da bzw. wie viel denn aufgesaugt wurde. Um diese Ergebnisse euch hier vorzutragen, nehme auch ich hier wieder den Akkusaugerfinder, denn hier kann man so wunderschön die Geräte gegenüberstellen, miteinander vergleichen und dann einfach die Werte ablesen und sehen, wo da einfach die Unterschiede sind. Fangen wir mit dem Hartbodentest an. Da hat der Vorwerk 99,68 Gramm aufgenommen und der Miele 99,46 Gramm. Beide Geräte also Top-Leistung auf Hartboden, gar nichts dran auszusetzen, dafür sind die Geräte top geeignet. Bei Teppich ist es ja meist schon ein bisschen schwieriger, da trennt sich ja dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Da war es dann so, dass der Vorwerk 71,97 Gramm aufgenommen hat und der Miele 74,35 Gramm. Das ist echt ein Top-Ergebnis bei beiden Geräten, denn aus meinen Erfahrungen, aus meinen Tests ist so um die 60 Gramm das, was der Durchschnitt an guten Geräten aufnimmt. Da gibt es eine ganze Menge, die schaffen weniger. Über 70 Gramm ist dann schon wirklich überdurchschnittlich und gut. Ein kleinen Ticken vor ist jetzt dann hier der Miele, aber generell für Teppich super geeignet. Das liegt einfach daran, wie die Bürste hier gemacht ist. Die Borsten sind hier sehr hart und das macht einfach auf Teppich ein super Ergebnis. Also so viel dazu, Reinigung. Beide Geräte kann ich da wirklich empfehlen. Sprechen wir mal über die Flexibilität. Bei beiden seht ihr ja, es sind beides stehende Geräte. Das ist in der Handhabung halt auch sehr schön, weil man sie so sehr einfach führen kann. Hier könnt ihr es noch umbauen, wenn ihr wollt, aber generell sind die so sehr einfach zu führen. Schön ist auch, dass beide Geräte, obwohl zum Beispiel auch hier der Miele relativ klobig ist, er so ein sehr schönes, flexibles Gelenk hier vorne hat und da könnt ihr ihn dann halt auch für diese Reinigung unter zum Beispiel flachen Möbeln nutzen. Bei mir unterm Sofa habe ich da gar keine Probleme mit. Der Vorwerk lässt sich generell einfach sehr, sehr schön flach machen. Und auch da habe ich gar keine Probleme gehabt, bei mir unterm Sofa zu reinigen. Klappte super. So, bei der Reinigung gibt es ja, habe ich eben schon gesagt, hier noch eine Zusatzfunktion. Ihr könnt hier auch diesen Aufsatz kaufen, der heißt, glaube ich, SPB100. Das ist so ein Wischaufsatz. Da habt ihr unten dann so ein rotierendes Tuch dran. Ich blende euch das hier einfach mal über, beziehungsweise ein, wie das aussieht. Und dieser Aufsatz hat halt auch einen Wassertank und dann könnt ihr da dieses Tuch unten dran machen und dann rotiert das extrem doll und hat halt auch sehr viel Druck auf den Boden. Das könnt ihr nicht mit einem Wischsauger vergleichen, denn ihr dürft da keine flüssigen Verschmutzungen aufnehmen, aber um so festgetrockneten Schmutz aufzunehmen oder zu entfernen, ist das wirklich super. Und auch selbst das Gerät kann extrem flach gemacht werden, also unter dem Sofa dann damit wischen, ist echt super. So viel zu diesem Punkt. Dann kommen wir nochmal zu dem Punkt Filtertest. Und zwar mache ich den ja mittlerweile mit den Geräten, wenn ich sie teste, dass ich mit einer Nebelmaschine vorne das Ganze aufsauge, um dann zu zeigen, ja, ob das drin bleibt durch die Filter oder ob das hinten rauskommt. Und da ist es hier ganz einfach. Der Miele hat hier leider den Test nicht bestanden. Wenn ich hier vorne mit der Nebelmaschine den Nebel aufgesaugt habe, kam das hier an der Seite aus dem Auslass wieder raus. Und hier beim Vorwerk ist das nicht so passiert. Der behält alles drin. Die Filterleistung ist hier also perfekt. Also generell ein sehr allergikerfreundliches Gerät, halt eben durch diese Staubbeutel, die verwendet werden und auch, dass der Filter echt super ist. Dann Punkt Laufzeit. Das fragen ja jetzt auch immer ganz viele, wie lang kann eigentlich so ein Gerät reinigen? Da mache ich das jetzt so, dass ich die Geräte auf 100% auflade, dann hier in der Ecke stelle, fixiere und dann einfach die höchste Stufe einstelle und dann einfach schaue, nach wie vielen Minuten ist hier vorbei mit Saugen. Und da ist es so, dass der Hersteller hier sagt, Miele kann 17 Minuten reinigen auf höchster Stufe und der Vorwerk 11 Minuten. Da sind die Werte auch wirklich gut angegeben vor den Herstellern. Hier waren es 16 Minuten 30, die ich hier im Test ermitteln konnte. Das Gerät ist aber nicht nagelneu, deswegen passt das. Der Vorwerk schaffte sogar 11 Minuten 30, obwohl auch er nicht neu ist. Also die Laufzeit, die ist hier so wie angegeben. Hier habt ihr halt 5 Minuten länger, je nachdem wie groß eure Wohnung ist und auf welcher Stufe ihr reinigen müsst, habt ihr hier halt einfach ein bisschen mehr Zeit. So. Das sind für die Reinigungsleistung und für die Handhabung die wichtigsten Punkte. Und dann kommen wir zum Fazit. Ja, ihr habt es jetzt eben gehört, die Reinigungsleistung kann sich bei beiden Geräten wirklich sehen lassen. Auf Teppich und auf Hartboden machen die einen super Job. Überdurchschnittlich im Vergleich mit anderen Geräten. Über 70 Gramm, beide aufgenommen auf dem Teppich. Also da gibt es gar nichts auszusetzen. Das heißt, wenn es euch darum geht, ihr wollt richtig gute Reinigungsergebnisse erzielen, könnt ihr theoretisch beide Geräte wählen. Ein Punkt, der unterschiedlich ist, ist, dass hier der Filtertest nicht bestanden wurde und hier ja, dass es hier die Filterbeutel, die Staubbeutel gibt und hier nicht. Wechselakku haben sie beide.
Hier habt ihr noch die Möglichkeit, einen Wischaufsatz dazu zu holen. Und ja, das sind so die wichtigsten Unterschiede, die man dann halt eben schauen muss, was man lieber haben möchte. Ein ganz, ganz großer Punkt ist selbstverständlich der Preis, denn Vorwerk lässt sich seine Geräte absolut bezahlen. Hier der Vorwerk VB100, der kostet 870 Euro. Und ja, den Miele Triflex HX1, den bekommt man meist schon so um die 400 Euro, 430 Euro. Müsst ihr einfach mal schauen. Auch da könnt ihr den Akkusaugerfinder verwenden und könnt da immer euch die Preise auch bei verschiedenen Shops anschauen. Das heißt, hier müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen, hier nur so mitteltief. Aber was dann die Unterschiede sind, was ihr dann bekommt, ich denke mal, das habe ich euch jetzt gerade eben erläutert. Und so habt ihr bei einer Kaufentscheidung vielleicht jetzt hier noch so die letzten Hinweise bekommen. Denkt dran. Generelle Infos über Akkustaubsauger findet ihr am Akkusaugerfinder, den Link in der Videobeschreibung, und da könnt ihr dann viele verschiedene Geräte miteinander vergleichen, euch unsere Tests angucken, könnt Filter setzen für den Preis, für Zubehör, Funktion und so weiter und so fort. All das findet ihr im Akkusaugerfinder. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, gerne in die Kommentare damit, oder ihr kommt in unsere Facebook-Akkusaugergruppe, da könnt ihr euch auch mit ein paar tausend Nutzern austauschen zu verschiedenen Geräten. Da findet ihr auch sehr häufig Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.